Tja, noch schwitze ich, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers. Aber es wird heute noch angenehm kühl bei meiner Tour. Warum? Lasst euch überraschen. Irgendwie geht's heute in die Unterwelt. Aber keine Angst, durch dieses enge Loch musste der kleine Stadtstreicher nicht. Sesam, öffne dich und frei wird eine Stiege in die Unterwelt. Das Labor der Apotheke mit einem alten Destilliergerät, das durch die Kohlen über diese Kohlenrutsche betrieben wurde. Noch heute wird in diesem Labor produziert. Dieser Arzneiaufzug funktioniert heute noch und führt hinauf in die Apotheke. Und weiter geht's in die Unterwelt Wiens. Da wird's zappenduster. Und hier befinden wir uns jetzt schon in einem als Luftschutzkeller im Zweiten Weltkrieg verwendeten Teil des Apothekenkellers. Ja, der kleine Stadtstreicher ist hier mitten in der Wiener Geschichte gelandet, im Zweiten Weltkrieg quasi. Der Kohlenkeller der Apotheke. Manchmal auch Zufluchtsort. Und wieder geht's über eine Treppe ins Tiefe. Und zwar, oh la la. Das ist was für die Weinfans unter den Fans des kleinen Stadtstreichers. Mit zwei klassischen Zitaten soll uns das Weintrinken zumindest nicht schlecht geredet werden. Ihr könnt auch gerne näher auf. Diese Säule musste gebaut werden in den Keller, um den Transport der Pumarin am Ende der Türkenbelagerung sicher zu gestalten, dass sie nicht in die Keller abstürzte. Es geht immer tiefer und tiefer. Ja, zeitmäßig bis in die Römerzeit durch die Porta Dextra.
Suchen von den Weintrinkern auf der nächsten Open-Air-Strecke etwas für die Bierfans. Und diese zwei starken Herren bewachen den Eingang zum nächsten Keller, Schulhof 4. Ja, und das versteht man dann in Wien gemeinhin unter Kellerfenster. Und das versteht man in Wien unter Gerümpel. Super, willkommen in unserem Kurrentkeller. Man denkt, dass die ganze Unterwelt circa vor 400 bis 500 Jahren kreiert wurde. Und wir nennen das jetzt auch noch Kriegsschutt. Also das ist wirklich noch Schutt vom Zweiten Weltkrieg. Ja, und es geht noch ein paar Stufen tiefer. War das der Schatten eines Geistes, der da soeben durchs Bild gehuscht ist? Definitiv keine Geister waren die Metall- und Fettstrotter, die im Wiener Kanalnetz früher nach Fett- und Metallresten gesucht haben und die in diesen unterirdischen Gemäuern, sprich den Kellern von Wien, auch richtig ihre Lebensräume hatten. Da wohnten oft ganze Großfamilien. Ja, bei der Heilig-Geist-Apotheke ging es in die Keller von Wien und nur einen kleinen Schwenk weiter startet die Dritter-Mann-Tour. Und da geht es dann nicht in die Keller, sondern in den Kanal. Ja, liebe Leute, und hier hinunter geht's jetzt für den kleinen Stadtstreicher. Unterwegs unter das Niveau des Wiener Bodens, aber diesmal nicht in normale Keller, sondern ins Kanalnetz von Wien. Gut, dass ihr jetzt kein Odorama-Fernsehen habt, denn es stinkt grauenhaft. Aber da muss man durch. Ja, und einige Stufen weiter unten bin ich jetzt tatsächlich am Wienfluss angelangt, der natürlich alles, was aus dem Kanal kommt, weiter transportiert. Und mit einem Film wurde das Wiener Kanalnetz mit einem Schlag weltbekannt. Harry, was machst du denn hier? Ja, und hier im Hintergrund wird sich der kleine Stadtstreicher jetzt bezüglich Informationen zum dritten Mann ein bisschen Unterstützung holen. So, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, inside Drittes Mann Museum. Die zwei Herren, steht da, wer es ist, ja, also die Hauptdarsteller aus dem Film. Dieser Herr ist der Gerhard. Und meine kurze Frage, wie kommt man auf die Idee, in dieser Qualität, in diesem Umfang, ein Museum über einen einzigen Film zu machen? Ja, ich bin unter anderem ein Fremdenführer und Mitte der 1990er Jahre habe ich immer wieder Engländer, Amerikaner mit mir gehabt und die haben oft gefragt nach dem Film Der Dritte Mann. Und ich musste halt leider immer sagen, ich bin von hier, der Film ist hier kein Thema. Die Filmmusik, das Harry Lime-Thema, jeder Harry, überall. Aber nicht der Film, der war ja als schlechter Film damals gesehen. Ein Film, der uns Wiener nicht schön zeigt. Die kaputte Stadt und so und international Millionen Leute mussten das sehen und so. Ja, und dann waren die Leute oft so ungehalten, meine Kunden, und die haben gesagt, sie behaupten, ein Fremdenführer zu sein. In ihrer Stadt einer der bedeutendsten Filme der Filmgeschichte gedreht. Und sie sagen, sie kennen den kaum. Und dann bin ich so ein bisschen rein, ich bin ein Sammler sowieso immer schon gewesen. Ja, und im Laufe der Jahre habe ich diese riesige Sammlung zusammen, den Anfang zusammenbekommen. Es war gerade die richtige Zeit, sowas zu machen. Die zweite Generation nach dem Drehen ist langsam von dem Planeten verschwunden. Es ist wieder viel am Markt gekommen. Archive sind verschoben worden in verschiedenen Ländern. Ja, das Problem war, dass ich am Anfang nicht wusste, dass das so ausufern wird. Das weiß man ja am Anfang nicht. Und es hat eigentlich mit diesem Teil, wo wir jetzt gerade hier sind, begonnen. Das war mal das Büro von meiner Frau.
da habe ich sie ersucht, ob ich da ein bisschen was reinhängen kann, wenn ich manchmal mit einer Führung vorbeikomme. Und sie war nicht besonders begeistert. Und ein Jahr später war das schon nicht mehr ihr Büro. Das ist mit uns Sammlern leider sehr schwierig. Aber ich habe ein Glück mit meiner Frau dann gehabt, und die hat dann auch Feuer gefangen. Und uns hat eigentlich sehr gut gefallen, dass wir den Film als Türöffner verwenden können. Für diesen Zeit der Wiener und der österreichischen Geschichte, der, muss man leider sagen, relativ unbekannt ist. Also. Was ich hier jetzt von mir habe, ist jener kleine Bub, der im Film auftaucht und das Wort Mörder ruft. Mit diesen zwei Kameras wurden einige spezielle Tricksequenzen im Film Der dritte Mann gedreht. Ja, wie ich schon bei der dritten Mann-Tour zu hören bekommen habe, wurde am Drehbuch des Films auch während dem Drehen fleißig gearbeitet, und das sieht man hier mit den handschriftlichen Notizen von Trevor Howard. Und während im Hintergrund die berühmte Melodie von Anton Karas erklingt, sehen wir hier Filmplakate aus aller Herren Länder. Das Spannende, genau in Österreich wurde der Film kein Erfolg. Ja, und hier dürft ihr gleich selber mitlesen, dann brauche ich nichts erzählen, es geht hier um die Riesenradgondel-Szene aus dem Film Der dritte Mann. Ja, und jetzt sind wir in dem dritten Teil des Museums gelandet, wo es nicht so sehr um den Film geht, natürlich angehängt am Film, aber um die Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit. Da da di da di da di. Da da di da di da di da da di da di da di da di. Ja, nach dem Luftschutzraum habe ich momentan keinen Guster, also mache ich mich auf den Heimweg. Bis zum nächsten Mal.